das letzte Mal bei Absolov. Ich bin immer noch gespannt. Cool. Oh, komm mal hier. Über den Langbooten so ein bisschen die Figuren vorne dran. Unsterblichkeit. Schwedischer Trant. Hier, guck mal, überall diese... Es ist halt so geil, ne, vom Design. Das ist richtig gut. Mir gefällt das außerordentlich. Aber alles so altbacken und modern. Das ist so krass. Hörnchen, wir sind Freunde, oder? Okay, die waren keine Freunde. Okay, soll ich mir das vielleicht merken? Ich dachte gerade, der macht so. Ja, nee, das ist wieder so ein Geweihtyp. Hallo. Hallo. Was sind das denn für Steine? Kenne ich doch vom Anfang. Also ich habe da auch so einen Tisch gelegen. Also Tisch. So ein Opferaltar, sage ich mal eher. Irgendwas rennt da oben rum und das ist bestimmt Hundi. Warum sind die alle nackt? Okay. Aber ich glaube, ich kriege immer so ein bisschen Optics, wenn ich das hier benutze, die Sicht, oder? Dann verschwindet alles immer so ein bisschen. Finde einen Weg, die Luftschleuse zu öffnen. Ich glaube, ich muss da rein. Wie wär's, du nimmst mal die rechte... Ist ja auch egal. Kannst ja auch die linke Hand nehmen, passt. Ich meine, wenn eine rechte Hand abgebildet ist. Einfach mal so... Komplett gegen das System. Disrespect your surroundings, sag ich da. Und ich weine da draußen. Nicht weinen. Dr. Lisa Svensson, Supervisor, Day 3 of Tablet Analysis. We received several stone tablets from a... front on fire with inscriptions apparently symbolizing the nine realms of the Royal Tree. Initial analysis shows that the tablet emits an energy field, boosting cell regeneration. End of note. Es ist halt wirklich der Weltenbaum, Leute. Victor. Oh, die sind nicht nur nackt, die sind auch total gehäutet oder was? Eieieiei. Okay. Laser. Das ist schon so krass gemacht hier, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an Horizon. Kennt ihr noch Horizon Zero Dawn? Super gutes Spiel. Viel gespeichert. Ich dachte, da muss ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen in der Schaltung rummachen. Das wäre total gut, aber haben sie wohl nicht beabsichtigt. Ich bin einfach zugeklebt. Kurchen. Also bisher geht's eigentlich. Es ist nicht wirklich sehr gruselig. Ich finde es gerade aber sehr atmosphärisch. Also. Ja, natürlich. Passt auch zusammen. Death Metal und Schweden oder Norwegen, ne? So die Richtung. Passt. Ich muss, glaube ich, da rein. Nee, ich will nicht weitergehen. Am Ende bin ich da falsch oder so. Ich habe ja gespeichert, aber... Oh. Keine Haut, keine Kekse, mein Freund.
Das ist der Durchgang, da muss ich... Hier, da muss ich rein. Ist das schon wieder so ein dicker, pulsierender... Tentakel? Ich finde das ein bisschen obszön. Ist der... Yams! Mh, yum, 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 yum. Yum, yum, yums. Hier ist gar nichts, oder? Kommen sie rein, können sie rumgucken und das war's. Lalalala. Ich renn einfach mal durch. Das ist... Kennt ihr noch die Harfe? Ich hab da sogar wirklich geschrieben, das ist das beste Horrorspiel dieses Jahr. Das war irgendwann letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder so. Das war auch mit so einer Harfe. Wie hieß das denn nochmal? Irgendwas mit Nordic... A Tale of irgendwas. Das war fantastisch. Das war ein richtig gutes Horrorspiel. Könnt ihr euch auch mal... Ich werde es mal verlinken. Ich werde jetzt mal immer so am Ende des Videos alles verlinken, was ich in der... Ha! Ich hab's nicht gesehen. Es tut mir leid. Was ich so gespielt habe in der Reihe. So, mit nordischer Mythologie und Horror. Verpissen Sie sich bitte. Bitte gehen Sie. Was denn? Das ist ein Schild? Sieht aus wie so ein typischer Schild. So ein Großschild. Ist er weg? Okay, ich glaube, er ist weg. Die sind nicht sehr... sehr aufnahmefähig. Sie sehen mich, wollen mich kurz hauen, das war's dann. Mythology Research, Note 6. The expeditions to Asgard have proven fruitful yet again. The team brought back several shields that seem to possess a number of strange capabilities which are completely out of our control. According to the myth, these shields seem to have belonged to the winged creatures known as Valkyries. The mission of these creatures were to bring dead warriors to an afterlife in Valhalla and must have possessed enormous powers. Oh, die Valkyren. Haben wir nicht die Krieger nach Asgard gebracht? Da gibt's auch ein ziemlich... War das von Wagner, der Walkürenritt? Ist auch in der Oper von Wagner die Walküren aufgetaucht. Kennt man, Walküren kennt man. Das waren diese ziemlich groß proportionierten Frauen mit meistens langen Haaren und Zöpfen. Sogar blond, glaube ich, vorzugsweise. Ja, kennt man, oder? Kennt man, kennt man. Kommt auch in God of War vor, das ist aber nicht so nett. Guck ich mal diese Schilder an, die kannst du als Mensch da auch gar nicht... Es geht doch nicht, die sind viel zu schwer. Oh, und sehr blutig alles. Die sind aber auch ganz schön krass tätowiert, oder? Für eine Wissenschaftlerin, ich weiß nicht, was sie macht hier. Alter. Alter. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich noch nicht so wie ich. Außer ihr guckt auf dem großen Monitor oder Fernseher, aber guckt euch. Alter. Er lebt noch. Kumpel, du hast keine Körper... Also, du hast keine Gliedmaßen mehr, die sind abgerissen. Alter Schwede, ey. Alter Wikinger. Da findest du, glaube ich, keine Fingerabdrücke mehr dran. Ach du Scheiße. Noch mehr Zeichen. Ah ne, das ist die Tür. Das kannst du doch vergessen, dass das mit der Hand funktioniert. Och. Vielleicht geht es hier um die DNA und nicht wirklich um die Fingerabdrücke. Hier war ich doch eben. Der Nackedei wieder. Aber warte, jetzt kann ich da vorne bestimmt die Tür öffnen, aber... Ich hab Angst ein bisschen. Was spielt denn die... Was hat eben die Harfe gespielt, bitte? Was sagt er? Gut.
Dann gehen wir mal zurück. Oh, da war das Hundchen wieder. Okay. Der will wohl doch nicht nur spielen und der hat irgendwelche Leiber auf sich drauf gehabt. Ja, ich freue mich. Ich freue mich darauf, den Hund zu treffen. Ist halt die Frage, sind die ganzen Wahnsinnigen... machen die das gerne? Wahrscheinlich können die nicht alles, weil sie wahnsinnig sind, oder? Ja, und ich habe die tolle fleischlose Hand, also die hautlose Hand. Und trotzdem funktioniert das hier. Luftschleusensperre rotieren. Aha. Bah. Pathology Research, Note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories corresponds only a little with the true events of the past. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Ich habe so das Gefühl, also die Vanen, die Vanen, da stammt zum Beispiel ja Freya von ab, oder? Die Frau von Odin. Die Vanengötter. Ja, schon wieder Trant hier, ne? Mhm. Sind das Codes? Nein. 2734. Oh mein Gott. Was ist das für ein Glibber auf dem Boden? Ist das alles von Yggdrasil? Ja, Yggdrasil halt ist der Weltenbaum, also... Da sitzen die drei Nornen und spinnen die Schicksale der Menschen. Die Alte, die Junge und die, ja, mittleren Alters eben. Teilen die sich nicht ein Auge oder verwechsel ich da jetzt was, die Nornen? Ich habe den Code schon wieder vergessen. Was war ganz kurz? Ich versuche mich gerade ein bisschen meine Gedanken zu sortieren mit den Nornen hier. Hat er gerade was geweint? Vielleicht soll ich mir das mal aufschreiben. 2734, sonst vergesse ich das, ich bin alt. 2734. Ich habe nämlich angewöhnt, immer einen Notizblock hier zur Seite zu legen. Von Resident Evil übrigens, ja. Sein Raccoon City Police Department Notizbuch. Okay, übrigens, die Aussicht, dass das hier brutaler ist als die Wirklichkeit. Also, die Wirklichkeit ist brutaler als die Erzählung. Ich bin ja gespannt. Das gibt ja schon so einen kleinen Ausblick. Das sieht aus wie die Hölle, Leute. Die Hölle in Japan mit Tentakeln und so weiter. Oh mein Gott, hier ist doch irgendwas. Wäre es ein anderes Spiel, würde ich jetzt sagen Bosskampf-Arena, aber... Ich hoffe nicht, dass es hier Kämpfe gibt, so Bosskämpfe. Bitte. Borkorb. Achso, die Borkorb, genau. Dieser drei Dreiecke. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr habt mir das geschrieben im ersten Part. Ich weiß es leider nicht mehr, wie das hieß. Genauso dieses Symbol auf dem Boden, habt ihr mir auch gesagt, wie das heißt. Aber das ist wohl einfach so ein allgemeines Schutzsymbol. Und was zum Geier ist das hier gerade? Ist das so eine Art A-Loch vom Baum? Ich meine, es ist ja... Kein richtiger Baum, sondern... Oh mein Gott. Ah! Ich bin in Schlotze gelandet, alles gut. Bin weich gelandet. Alter, wie das hier aussieht.
Okay. Oh, Spinnen. Hey, Spideys. Das sind keine normalen Spinnen, habt ihr gesehen? Ich glaube, das war Dead Space Spinnen mit... Also aus Menschenleibern. Alter, ist das widerlich. Guck mal, ich seh's doch hiervon. Hallo, Spideys. Oh, es ist heftig und eklig, so ein bisschen. Seht ihr, das sind so Menschen, da sind so die Arme halt rausgekommen, wie... Kennt ihr noch das Ding von John Carpenter? Der aus den 80ern, der ist richtig geil, heute noch. Die Effekte sind richtig gruselig. So sehen die aus. Hey, ihr seid liebe Spinnen, oder? Ich würde mich sogar töten lassen, um einmal so ein Vieh zu sehen. Ja? Alter! Okay. Das ging schneller, als ich dachte. Oh! Oh shit, what am I doing? Come on. Just a little bit further. Alter Schwede! Die haben uns einen Arm abgerissen. Und alles ist cool, oder was? WTF? Boah, ist das creepy. Im wahrsten Sinne creepy. Hab ich da... If I would have been 5 seconds late, the demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better. Der hat mir einen neuen Arm verpasst. Remarkable, isn't it? What? No, 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 you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see here. Speech should be fine. I prepared the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm? How does it feel? Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you. I know. I have a few of my own. Anyway, I have much to prepare. Be ready for now. Ich komme mir vor wie Hardcore Henrietta. Kennt ihr das? Hardcore Henry. Der ganze das war Dr. Henrik. The injuries she suffered and survived. She's not human. That doesn't mean she's not. Who are you? By Odin. My voice. She even sounds like. Yes. Yes. I fixed your voice. And your arm. Who are you? What's going on? I'm Henrik Andersen. The CEO of Borgcorp. The voice you're hearing is my wife, Sarah. She's up on the surface, Ralph. Unfortunately. You and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik, calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Now try it. Scan the hand on the table and then use it downstairs on the lock. I know this is a lot to ask. The Jerngreper? This the Jerngreifer? I'll tell you more as you go. Helheim, kommen da nicht all die Verdammten hin, die nicht nach Asgard oder ja, Valhalla kommen? Also Asgard ist ja das von den Göttern. Da gibt es ja noch Utgard, Midgard, Niflheim, das sind glaube ich die Eisriesen. It's right there, on the table. Scan it. Okay. Alter Schwede, wie das aussieht. Das ist mal der Hammer. Ich hab's gescannt und jetzt kann ich bitte gehen. Das verriegelt. Ja, ich weiß, soll unten die Tür, aber ich will mich hier mal
Oh mein Gott, habe ich ganz schön gesaftet, hä? Also ich könnte mich mit dem Gedanken jetzt nicht so anfreunden, dass ich keinen echten Arm mehr habe, sondern einen künstlichen Arm. Auch wenn es irgendwie schon verdammt cool ist. Aber warum ist sie so tätowiert? Ich meine, wenn das hier Forscher waren, warum sind die alle so... Und ich finde es übrigens auch noch cool, dass man hört, dass das Muttersprachler Schweden oder Norwegen sind. Der Akzent, das ist super, das ist echt gut. Okay. Ich möchte jetzt aber erstmal ein bisschen gucken gehen. Can you hear me? Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Alles klar. Das System nennen sie also Bifrost. Bierfrost. Ha. Oh, ach, da brauche ich eh. Okay. Das ist dann, na gut, das ist halt der Schlüssel, der ist einfach nur erweitert, so wie es aussieht. Aber cool gemacht. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind ja gerade noch ganz am Anfang, aber... Ist schon mal der Hammer. Ich komme wirklich so klar auf den Arm. Es ist so ungewöhnlich. Ist klar. Ahead of you is your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jan Graper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium. Upgrade in a nearby room. Der Jan Graper. Ich weiß, was ein Wal ist, aber ich weiß nicht, was ein Jan ist. Aha. Das ist cool. Ich mag außerdem die Sprache voll gerne. Jan Graper. Ist so sympathisch. That right there is a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch and fire a burst at it to fry the lock circuits. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Das ist ja geil, das ist wie die Nietenpistole bei Dead Space Extraction von der Wii, das war total geil, die Gimmicks. Oha. So eine kleine Zelle. Dann noch was? Nee. Ja, krass. Wisst ihr eigentlich, dass die Schweden schon so fortschrittlich sind? Die haben schon diese Chips in den Händen. Damit kann man direkt bezahlen im Supermarkt. Ich meine, gut, das ist halt vielleicht auch ein bisschen unpraktisch, wenn man zum Beispiel Datenklau begehen will. Aber es ist total geil. Du musst kein Portemonnaie mehr dabei haben. Energieimpuls. Okay. Mew, ist das geil. If you collect enough upgrades for Jan Graper, you can activate the weapon inside it. Krass, okay. Oh, ich mag jetzt schon den Jan Graper. Bin ich froh, dass ich meinen Arm verloren habe, Mensch. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jan Graper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Das ist ja Hammer. Leute, es gefällt mir voll gut gerade. Das ist. Since Jan Graper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out. There is another larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Ich sag euch Leute, jedes Spiel lebt von seinem Gimmick und wenn es sowas ist wie hier, was cool gemacht ist, auch wie in Singularity, dann finde ich das richtig geil und feier das absolut. Ah, sehr gut, ich habe schon zwei. Ah, jetzt haben wir auch endlich mal hier was im System, den
Den Afid-Schlüssel haben wir. Dann brauchen wir noch diesen E-Schlüssel, den wir schon gesehen haben. Ja, E. Homescreen, Seite wechseln für die Audio-Logs. Oh, habe ich welche vergessen? Also ich meine, ich habe da jetzt nicht schon so viele vergessen, dass wir jetzt schon bei 24 sind. Hoppala. Aber Hammer, oder? Ich find's Hammer gut, Leute. Das macht echt Laune. Ich sammle gerne Sachen und ich habe gerne Gimmicks. Was gibt's Besseres? Z haben wir noch nicht. Oder 2, besser gesagt. Oh, schön. Schön, 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 schön. Hoffentlich geht das ein bisschen länger. Und nicht nur wieder so 1-2 Stunden wie... Na gut, da sind wir schon drüber, glaube ich. Aber so wie man es halt kennt von Horrorspielen, die sind immer so kurz in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. You'll find a door that is locked with an RFID signature you don't have. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through.